2014 ist die Roleplay Convention hier in Köln nochmal ordentlich gewachsen. Jetzt sind hier zwei Hallen Platz für alle möglichen Stände und Bühnen und Aktionen rings um Rollenspiel, Fantasy und alles, was noch damit zu tun hat. Und wir sind alle Winkel abgelaufen, um mit der Kamera die besten Bilder und besten Kostüme für euch einzufangen. Ich melde mich später nochmal, hoffentlich. Welches Malthael-Kostüm, richtig? Warum der Charakter und warum in der Form? Weil er einfach super cool ist, mega schwerer Gegner und tja, man muss nutzen, was man hat, ne? Aus was hast du das gemacht und wie viel Arbeit steckt da drin? Das ist größtenteils Warbler und zum Teil auch ein bisschen Kunstleder und das hat ungefähr so 4 Wochen jetzt gedauert. Wie ist die Reaktion hier auf das Kostüm? Schon gut, also ist auf jeden Fall super, wenn man Leute vorbeigehen sieht und die sagen so, oh wow, und guck mal, das Malthael und so. Man wird erkannt, das ist echt Hammer. Generell, wie findest du die Cosplayer, die hier unterwegs sind? Ist das Niveau gut? Ist es gestiegen? Ja, auf jeden Fall mega. Alle haben alles gegeben, richtig authentische Kostüme. Man guckt sich hier nur um, denkt, oh, wo bin ich jetzt gelandet? Ist auf jeden Fall heftig hier. Hier haben wir noch zwei sehr schminkintensive Star-Wars-Cosplays. Könnt ihr kurz für jemanden, der mit dem Expanded Universe nicht so vertraut ist, sagen, wen ihr darstellt? Also ich bin Jedi-Meisterin Shaak-Ti. Die kommt auch in den richtigen Filmen drin vor, leider immer nur in Nebenausschnitten. Aber die Filme intensiv gucken, die werden sie auch entdecken da. Ich bin Darth Tyler und ich komme leider gar nicht im Film vor. Ich spiele erst danach. Bist du ein bisschen traurig, dass das Expanded Universe und damit der Charakter jetzt nicht mehr offiziell ist? Ach gar nicht, offiziell ist er eigentlich schon. Es gibt sehr, sehr viele Figuren von ihr, aber auch sonst ist es im Internet sehr, sehr bekannt. Warum habt ihr euch gerade für die Cosplays entschieden? Habt ihr eine Schwäche für Leku? Ja, eine Schwäche für Leku einerseits und wir haben eine Schwäche für starke Frauen. Also wir spielen gerne die Charaktere nach von starken Frauen, verkleiden uns auch dementsprechend und man muss sagen, einfach die beiden Charaktere, die wir jetzt ausgesucht haben, sind auch mit sehr mächtig, sage ich mal. Genau. Also ihr schwingt lieber selber das Schwert, als dass ihr die Prinzessinnen mimt. So ist es, ganz genau. Wie reagieren die Leute? Sehr positiv. Also wir kriegen sehr, sehr viele Komplimente. Ein bisschen schräg angeguckt werden wir in der Bahn. Aber sonst nur positiv. Wie seid ihr zum Hobby gekommen? Wie hat es mit Cosplay angefangen? Wir waren zum ersten Mal auf der Gamescom vor 5 Jahren und da haben wir das gesehen. Und da dachten wir, ja, das müssen wir auch mal machen. Und seitdem sind wir eigentlich jedes Jahr dabei, uns zu verbessern und zu steigern. Und wir haben jetzt so das Limit erreicht, glaube ich, wo man sich das ganz gut angucken kann. Für alle, die jetzt mit diesem Outfit und mit den knallroten Haaren nichts anfangen können, Was für ein Cosplay ist das? Ja, also ich bin heute das 5. Element, nur ohne orangene Haare und mit langen roten Haaren. Und ja. Wie kalt ist es? Es geht, also mit der Sonne war es schön, aber gestern war arschkalt, also mit dem Regen und so, das war echt undankbar. Woraus ist denn das Kostüm? Ich glaube, das ist aus PVC. Das heißt, es ist einmal nicht selber genäht? Nee, das ist aus Kanada von Artifice Clothing und das habe ich mir vor 5 Jahren circa dann halt am Arsch schneidern lassen und ja, seitdem habe ich es. Wie ist die Reaktion der Leute hier? Ich bin noch nicht so lange da, ehrlich gesagt, aber bis jetzt ganz gut. Wie bist du denn in das Hobby-Cosplay eingestiegen? Ich bin hauptberuflich Make-up-Artist und Model halt nebenbei, sobald es halt geht. Und es ist eine Szene praktisch und
eins kam zum anderen und hier bin ich. Der Modeljob erklärt auf jeden Fall, wie du auf den Schuhen noch so elegant laufen kannst. Ja. Wie lange hältst du durch? Also ich stehe jetzt seit einer halben Stunde drauf, so 4-5 Stunden gehen, aber dann tut's echt weh. Möchtest du meine Frau sein und mit mir alle Gefahren des Alltags, alle Spiele, Events und alles bis zum Ende unseres Lebens verbringen? Das war ein wunderbar psychopathischer Antrag. Hast du irgendwas geahnt? Nein, gar nicht. Absolut nicht. Ein Jahr Vorbereitung mit der Orga. Vielen Dank Tore, vielen Dank Josh, vielen Dank Ska. Ist das auch so die Idealvorstellung von einem Antrag gewesen? Definitiv. Jetzt auch schlecht Nein zu sagen. Das stimmt, aber ist der tollste und beste, den ich habe. Wird in dem Outfit dann auch geheiratet? Ich glaube nicht. Nein. Das war schon schwierig genug für unsere Eltern, die jetzt auch überraschenderweise hier sind, das überhaupt zu verklickern, dass wir so aussehen. Die sind da nicht so tolerant wie die meisten Menschen hier. Auf Stelzenkostüm ist man sicherer, weil man in Bewegung bleibt. Wie viel Zentimeter gewinnst du denn dazu durch das Kostüm? 50. 50, wow. Wie lange kannst du daran laufen, bis du dringend mal eine Pause brauchst? 2-3 Stunden geht schon. Was genau stellst du darin dar? Ein Engel. Okay. Deine ganze Ausrüstung, ist die selber gemacht? Wo hast du die her? Die habe ich von Arsika, die Waffen und das Schild. Die Stelzen sind selber gebaut und die Rüstung ist von Eisenkleider. Und die Maske? Auch von Arsika. Dann gehe ich mal aus dem Weg und hoffe, dass alles gut geht den Rest des Tages. Alles klar, tschüss. Hi, erzähl mir mal, was ist das für ein Kostüm? Wen stellst du da? Das ist Paladin, das T13Z. Glaube ich, ja. Aus was hast du das hergestellt? Das ist aus Warblast Finest Art, dem thermoplastischen Material, mit dem eigentlich alle Rüstungs-Cosplayer momentan arbeiten. Okay, wie viel Zeit ging da rein oder beziehungsweise wie viele Entwürfe musstest du machen, bis es genauso aussah, wie du wolltest? Also mit der Planung habe ich angefangen letztes Jahr im Juni. So wirklich angefangen zu arbeiten habe ich so Oktober rum und genau, es wurde auch erst vor ein paar Wochen richtig fertig. Was ist für dich denn der Reiz am Hobby-Cosplay? Ist es auf den Messen sein oder ist es das Handwerkliche? Mir macht es einfach viel Spaß, das zu produzieren quasi und ich habe da einfach Freude dran. Und klar, auf dem Messen ist dann quasi das Highlight, wenn da man halt Lob dafür kriegt, dass es halt toll aussieht. Hast du die selber verlegt, die LEDs? Und, kann man komplett so kaufen. Die sind allerdings pink und mit Federn geschmückt. Und ich habe das dann halt ein bisschen geändert. Was stellt ihr denn da in den schicken Outfits? Das nennt sich Steampunk. Das ist ein Genre, was sich so ein bisschen auf der viktorianischen Zeit basiert. Allerdings im Sinne vom Retrofuturismus wie Jules Verne, H.G. Wells und so weiter in der Literatur. Und das ist jetzt eigentlich eine Bewegung, die jetzt ganz, ganz groß im Kommen sind. Und ja, viel Raum für Spielereien lässt. Warum gerade das Genre? Warum nicht klassische Fantasy oder sowas? Sagen wir es mal so, das andere hat sich schon ausgenutzt. Also wir haben mit Star Wars angefangen, aber da ist es letztendlich meistens eigentlich so, dass man immer nur ein Kostüm nachbaut. Sicherlich so genau und detailgetreu wie möglich, aber man ist immer begrenzt. Im Steampunk-Genre hat man erstens die sehr schöne viktorianische Ästhetik und man kann sich halt retrofuturistisch komplett selber austoben, wie man möchte. Und das lässt einem viel mehr Raum für Kreativität. Macht ihr das alles selber? Du hast ja gerade schon ein bisschen was zu den LEDs erklärt, aber ist das selber genäht? Das ist komplett selber genäht, genauso wie das. Das mache ich halt so in meiner Freizeit nebenher. Okay, man muss aber keine Schneiderausbildung haben für das Hobby. Oh Gott, nein, ich habe selber gerade erst angefangen. Also ich bin komplett Autodidakt und ich gucke halt, wie es am besten funktioniert, fummel mich so zurecht und irgendwie wird's dann. Was für ein Kostüm hast du an? Ist es Warhammer? Ja, das ist richtig. Das ist ein Warhammer Inquisitor, soll das darstellen. Warum das Kostüm? Weil das Setting meiner Meinung nach total cool ist und das so ein bekannter Archetypus ist, der relativ oft erkannt wird auch. Und ja, bisher ist mir auch geglückt, hier schon einige zumindest den richtigen Weg da zu weisen. Ne? Okay, bist du hier, um auf unsere Seelen Acht zu geben? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja meine Aufgabe. Musstest du schon Leute verbrennen oder ist das alles bisher friedlich abgegangen?
Bisher war es in Ordnung. Da vorne habe ich ein paar gefunden, die ich, naja, nochmal aufsuchen werde, glaube ich. Da ist mir doch einiges aufgefallen. Aber soweit scheint das hier alles mit rechten Dingen zuzugehen. Was stellst du da? Beschreib mir das mal. Ich bin Resistance Caitlyn aus League of Legends. Okay, warum der Charakter? Weil ich mich mit dem super identifizieren kann. Die ist stark, selbstbewusst und der Job AD Carry im Spiel. Und warum der Skin? Weil er so militaristisch auch ist, ein bisschen anders? Naja, eigentlich gefällt mir einfach der Look auch an sich in Richtung Steampunk. Und irgendwie, ich habe schon Sheriff Caitlyn auf der Gamescom gemacht und ich fand Resistance Caitlyn einfach vom Look total cool. Okay, das heißt, du machst eine ganze Menge Cosplay und wechselst auch mal durch? Eigentlich immer nur verschiedene Skins von Caitlyn. Nein, wirklich, ich finde diesen Charakter einfach unglaublich spannend. Sie ist halt eine total selbstbewusste Frau in diesem Spiel, wo es sonst nur dicke Monster gibt. Und deswegen hauptsächlich Caitlyn. Aber ich habe auch schon viel Super Mario aus der Richtung gemacht. Das heißt, für dich geht es beim Cosplay auch nicht nur darum, wie es aussieht, sondern auch, dass du dich mit dem Charakter identifizierst. Auf jeden Fall, das ist total wichtig, auch im Spiel. Ich muss, wenn ich jemanden spiele, muss ich mit dieser Person identifizieren. Deswegen bei World of Warcraft immer so ein Problem, wenn man Druiden spielen will, dann muss man diese, naja, hässliche Kuh spielen. Das war in der Horde wirklich eine Katastrophe. Ich habe deswegen aufgehört und suche extra Spiele, wo ich Charaktere spielen kann, wo ich denke, boah, jetzt bin ich cool, also im Spiel auch.